Maggie kommt. Shrouded, 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 Shrouded! Komm schon, Ghost! Ach, es ist der Hungernde. Ich hätte gern das weiße Licht. Könntest du kurz mal... Bam! Trifft mich hier unten am Steuerrad. Das wäre eine Fortsetzung vom letzten Mal. Ja. Dam, dam, dam. Übrigens, Reparatur müssen wir selbst machen. Fett, Fett, großer hässlicher fetter Fisch. Großer hässlicher fetter Fisch. 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 Goldfisch. Noch. Explodieren. Guck mal, ich nehme sogar eins in die Hand. Und jetzt trifft das Pulverfass und du kriegst die weiße Flamme dafür nicht. Wahrscheinlich. Ich leg's wieder hin. Ich glaube, das Pulverfass hat mir gleich entgegengeflogen. Motherfucker! Bam! Ich glaube, der Maggie geht gleich zum Angriff über. Maggie geht immer irgendwann zum Angriff über. Nein. Aber wir sind jetzt gleich jeden Moment bei Sharkback. Hey, jo. Hey, hey, Blitz, hier. Das Steuerrad bringt aus der Rastenbärmo. Übernimm das mal, ich will das Lied gerade nicht verlieren. Hier. Der rastet Luft Triagolocke wieder aus. Oh ja, ich hab vor der Aufnahme hab ich mir angeguckt, was so. Und danach bist du prompt im Gitter hängen geblieben. Das stimmt. Und ich hab halt die Golderblocke angeguckt und bin stehen geblieben. Und dann, als ich es wegbewegen wollte, ging es nicht. Die Glocke ist schuld. Aua. Hey, oh komm schon! Auf Steuerbord ist die Insel. Ich ziehe vorne schon mal Segel ein. Mist, Bermut, Zeus, Mist! Treff Mist! Schlag mich! No. Also, Zeus hat viele Hemmungen, aber auf jeden Fall keine gegenüber Frauen. Das war jetzt unfair, Zeus. Ich bin wirklich nur 50 Meter davon entfernt. Nur 50 Meter. Ist ja fast nichts. Ist das dein Ernst? Komm schon! Das war letztendlich ein Meter vor mir. Zeus, du bist scheiße. Norden jetzt. Und unhöflich. Na gut, Norden ist jetzt wenig außerkräftig, aber du weißt, was ich meine. Zeus hat deine Kekse gestohlen. Die schmecken lecker. Ich esse jetzt einen Keks. Oh, der Kompass funktioniert sogar. Ja, meiner sagt schon mal hier. Der Zug. Aber ich sehe die Insel jetzt. Gut, wir werden ankern müssen. Ja, ja. Irgendwann kommt's. Du musst dich aufpassen, dass Piggy nicht verhungert. Ja, und dass das Schiff nicht abläuft. Also musst du da oben wieder runter. Fein. Ich weiß, sobald ich unten ankomme, trifft der Blitz das ganze Ding. Wahrscheinlich fliege jetzt direkt mit Pulver in die Luft. Ich glaube, ich gehe schon mal auf die Insel. Ihr kriegt das hin. Zu fahren. Nein. Anker. Verstehe. Ja, wir müssen halt ankern, sobald wir nah genug dran sind. Noch sind wir es nicht. Ja, deswegen bleibst du dann auch noch auf dem Schiff. Ich hätte gedacht, dass Luft den Anker werfen kann. Nein. Du kannst genau wie alle anderen machen. Ich hilf etwas. Sagte der Jim auf, der bei Street Saving direkt auf die Insel schießt. Jetzt Anker? Jetzt kann man ankern. Ja, jetzt kann man. Dann hinten das Segel einziehen.
Gut, ich gehe zu der Kiste, die am nördlichsten liegt. Ah, es gibt wieder drei. Oh. Es gibt vier. Vier? Ja. Ja gut, habt Spaß, es braucht das Schiff und pass auf die auf. Genau. Oh nein! Das war's. Okay, Pulver hat wieder meine Kugel gefressen. Angst, was in den Ofen? Die Kiste ganz in Ordnung. Genau. Zeus. Okay, jetzt habe ich daneben geschossen. Das war definitiv meine Schuld. Bleib da hinten und lass mich in Frieden. Zeus, was soll das? So, der Stand müsste gleich hier wieder in die Innennische eingehen und dann haben wir die Stelle gefunden. Das müsste hier dann so sein. Grabt euch direkt wieder ein. Ach, du hast die Pulverfallparty. Nein, nein. Noch nicht. Nur ganz gewöhnliches Gesindel hier. Immer schön die Bananen vom Strand aufsammeln. Jo, Reismilchtruhe oder so. Bananen, Bretter, Pistolenkugeln. Hallo Ruderboot, das hier immer noch rumsteht. Im Inneren der Insel. Oh no. Oh shit. Gut, bei der Brick kann man sich immerhin außen dran hängen. Wir müssen aber sowieso zum Außenposten. Funktioniert das sowieso mit dem, immer noch mit dem Ruderboot? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie wir das gemacht haben. Wie haben wir das überhaupt gemacht? Wir haben das Ruderboot abgekoppelt, das halt dran gesetzt oder wie haben wir das gemacht? Wir haben die Kiste einfach ins Ruderboot gestellt. Ja, nur ein Weg ist herauszufinden. Aber ich gehe davon aus, dass unser Schiff einfach wieder volllaufen wird. Dann musst du einfach wachsam bleiben. Hä? Jetzt kommt die Holzruhe an Bord, Bam tut sie ins Ruderboot, dann schauen wir mal, ob unser Schiff noch weiter vollläuft. Okay, das ist jetzt echt blöder Vergleich. Ne? So schnell wie das vorläuft, ist es definitiv. Funktioniert das mit dem Ruderboot gerade scheinbar nicht. Nein. Nein. Das funktioniert nicht. Sekunde, wenn ich das Ruderboot jetzt abkopple und wieder ankopple. Dann funktioniert das. Oder hat die aufgehört zu weinen? Er hat aufgehört zu weinen. Ach. Dieses Experiment, das man machen möchte, geht sofort nach hinten los. Ja. Aber auch gut. Bei welcher Kiste bist du unterwegs? Bei der letzten. Ach so. Na gut, das ist natürlich hilfreich. 10 Dublonen. Oh ja. Fahrt abgeschlossen. Nicht. Ich lege direkt schon mal die Wildsfahrt auf und dann können wir erstmal beim Außenposten den ganzen Kram abgeben. Die Wilds. Boah, krass, die Fahrt geht jetzt 1,5 Stunden, ne? Nee. Wir haben es auch ein bisschen Zeit gelassen. Oh Gott, Old Faithful. Mario das Ark. Ja, stimmt, wir haben ja noch Quests gemacht. Crook Mars. Genau, und bei Krakens. Ach, das ist jetzt ganz komisch. Die seltenste Fahrt der Welt. Da. Und das letzte Mal guckt Mars.
Ein vollständiger Kurs ist eigentlich ganz gut machbar. Der beste Außenposten unterwegs. Ich glaube schon. Wir können dann direkt bei Plunder Außenposten den ganzen Kram abgeben und dann weiter nach Kraken's Fall. Gut, unser Kurs ist also so Nordosten. Kraken's Falle, macht das immer die Kraken's Falle macht. Kragt sie an einem Nest, kann sie nicht, ist es ein Kraken, pass auf. Dann ist die Kraken's Falle. Du hast jetzt Spaß mit dem Hochzieher? Nee, zieh hoch, zieh hoch. Ich wollte nur direkt schon ins Steuer gehen, damit das Schiff nicht irgendwelche Dinge macht, die es nicht machen soll. Okay. Denn der Nordosten ruft und ich hätte eigentlich noch an die Insel fertig drehen können, aber naja, passt schon. Hey Luf! Ja. Geh dich mal wieder waschen. Dankeschön. Initiiere Schubprotokoll. Okay, dann nicht. Ich muss daher noch ein bisschen Star Wars zocken. Was du? Nein, ich hab da gerade voll Lust drauf. Oh. Das ist sicher ein plausibler Grund. Gerade wenn die neuen Flashpoints auch da sind und alles. Du meinst die neuen 6, die alle der gleiche sind? Ja, genau die. So, ich bin mal kurz weg, ich hole mal schnell was noch trinken. Gleich wie du warst. Alles klar. Luft? Ja. Kraken und Sketchschiff in 3, 2, 1, jetzt. Andererseits, glaube ich, sind wir vom Kraken gerade sowieso ein bisschen sicher. Der Kraken tut nämlich nicht, solange eine Sketch-Festung aktiv ist. Oder eine Flotte. Weiß nicht. Pegge schreit. Es weiß. Pegge ist besessen. Besessen? Ja, als ich gerade hochgegangen bin, hat sein Sound gelaggt. Und es hat bis wirklich furchtbar angehört. What? Truhe holen, kriegen wir Wasser. Ja, Luftschippen. Ja. Die hängen mich dran. Nein, nicht dran. Nein, lieber nicht, es ist nötig. Wir sind schon fast an der Insel angekommen, wir können direkt das Segel einziehen. Ah. Elendiges, dreckiges Holtruhen-Ding. Komplett einziehen. Er ist traurig, dass er verkauft wird. Was sollen wir uns sagen? Wir haben seine Familie verkauft, wir verkaufen auch ihn. Vielleicht haben sie ja denselben Käufer. Genau. Obwohl es mir mit ziemlich sicher dass. Da können sie in einem geschlossenen Familienverbund aufgebrochen werden. So, wir sind angekommen. Luft, du kannst anfangen. Ja, es macht die Handelsgegenstände erstmal weg. Genau, die brauchst du ja noch ganz dringend. Ja. Jeder kauft die. Das Schiff wird schon irgendwie wissen, wie es hier parken kann. Hallo Schädel, komm mit.
bin ja gespannt, was wir als Belohnung dafür kriegen, ja, Einzellegenden zu sein. Wahrscheinlich ein Segel. Hier, du bekommst ein Schwert. Das, da wäre ich glücklich mit. Das scheiße aussieht. Da wäre ich unglücklich mit. In Pink. Okay, wenn das so ein Hardcore-rosa Schwert wäre, dann wäre ich... Mit Einhorn-Motiv drauf. Dann wäre ich sogar noch stolz drauf. Zum Regenbogen-Einhorn-Pony. Ja, leck. Und der Regenbogen hat die Situation rausgedreht. Das ist der schwarz-weiß. Schwarz-weißer Regenbogen. Gibt's auch nur bei dir. Ich habe Bruchkugeln. Das sind nicht die Kugeln, die ich wollte. Künstlerische Freiheit, also. Wer glaubt denn so einen Scheiß? Keine Ahnung. Meinst du, wenn Artikel 13 draußen ist, Luft, kriegst du für Farben, du kriegst Verwendung von Farben einfach mal ganz kurz so eine Anklage von so einem Wasserfarbenhersteller? Nein, es wird jetzt so sein, dass eine Restfunktion. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich irgendeinen bestimmten Farbton benutze, der irgendwer anders benutzt hat, und dafür kriegst du einen Strike. Genau. Weil wir wissen, Strich Männchen gleich Mona Lisa. Also wäre absolut sicher, selbe Farbtöne werden. Ja, Bermo? Wir müssen gleich noch unsere Hardcore-Tune gehen. Oh ja. Was? Ja, die richtig krassen. Die ganz harten. Nee, ihr seid abgebrochen. Bermo sagt, wir müssen unsere richtig Hardcore-Truhen abgeben. Oh. Dürfen wir auf keinen Fall vergessen, die ganz wertvollen. Ja. Die so gut sind, dass wir sie als letztes aufsparen. Mhm. Natürlich. Mhm. Das Beste kommt eben zum Schluss. Was sagen deine Ränge gerade, Lu? Fühlen sie sich wohl? Steigen die gut auf? Ja. Nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Ja, dafür müssen wir einfach in den Devil's Roar gehen, da ein bisschen sitzen. Das stimmt. Besonders, du brauchst ja nur diese komischen... Ach, sag doch mal schnell. Hm? Oder was hast du jetzt eigentlich für Level-Ränge? Ansehen. Goldsender 47, Seelenorden 40 und Handelsbund 40. Naja, haben wir es ja dann. Athenes Segen 4. Das Bund ist meine Kette. Ja, es gibt Leute, die haben Athene 10, bevor sie Legende geworden sind. Hm. Ja, das ist, wenn du ständig mit Legenden rumhängst. Ja? Ja. Immer dieses Schnorrerpack. Lohnt sich aber richtig. Aber nicht gesagt, dass es sich nicht lohnt, oder? Das stimmt. Gut, außer für Leute, die Handel Level wollen. Dafür ist mit Legenden abzuhängen gerade die schlechteste Idee, die man haben kann. So, haltet euch an euren Stühlen fest. Ja. Aber, ey, warte mal. 232? Seit wann? Ja, jetzt kommt die Schiffe in die Truhe. Pass auf, jetzt geht's richtig ab. Pass auf, jetzt 4000. Cent. Du machst mich wieder traurig, du. Hier, kauf das. Und los geht's. Oh, 91! Hey, ist das doppelte an Cent, was er erwartet hätte? Was macht Piggy? Da sein. So, das sieht alles leer aus. Alles klar. Weiter nach Nordosten Richtung Crackers. Warte auf mich! Ich habe es im Kleidungsladen versteckt, damit ich den Preis das abgeben muss. Das hab ich mir gedacht. Wir wissen schon, dass du inkompetent bist in solchen Dingen. Das ist nicht inkompetent, Bermo, das ist aber einfach nur böswillig, unzufriedenstellend.
wir sollten unbedingt. Unkooperativ. Wir sollten unbedingt mal eine Folge machen, wo wir mit den ganzen NPCs labern. Also Geschäftsleuten und sowas, weil die haben ihre eigenen Persönlichkeiten. Okay, dann eine Idee. Warum sollte ich. Warum zum Teufel auch nicht? Weil die haben. Wir können die dann beleidigen. Wir beleidigen die dann einfach durchgehend. Die haben Unterhaltungsmöglichkeiten. Die ganzen Händler, die wir ohnehin verarschen, einfach mal kennenlernen. Genau. Dann sollten wir bei den Einkaufen die auch einfach so beleidigen. Ab in den Nordost. Oh hey, da ist noch eine Festung aktiv. Ja. Nein. Solange die aktiv ist, greift der Kraken und sich dann. Also sind wir glücklich. Da. Theoretisch möchte ich zwar ein paar Kraken haben, aber andererseits haben wir gerade noch zwei weitere Seefahrten zu tun. Also wozu unnötig zögern? Ich wette mit dir, die dritte werden wir nicht mehr schaffen. Nein. Warum sagen wir überhaupt irgendwas? Wieso sagst du überhaupt irgendwas? Je nach Sperre ist es in die Brinkman sein muss. Wir haben drei Pulverwasser oben. Luft, du weißt, dass zwei Stimmen gegen dich sind. Okay. Wir fahren. Okay, tschüss, Gerdschiff. Oder nee, jetzt zieht er den Turbo-Boost rein. Vorne einziehen. Bist du am Feind? Nein. Holy shit! Bleib bloß von deinen Kanonen weg! Bremst ihr auch mal? Nein. Ah, jetzt bremsen die. Okay, die gehen in die Kurve, wir können darauf auf Rammkurs gehen. Luft, bist du unter Deck? Jo. Jetzt gehen die schon wieder auf die andere Kurve. Also, du weißt doch, bremsen ist was für Amateure. Meinst du? Alles klar, bremsen ist was für Amateure. Und ich bin tot. Ich bin direkt in die Kugel reingerannt. Ich bin in falsche Richtung ausgewichen. Ja, Bremse ist für Amateure. Ah, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen. Das war dumm. Ich lasse dir mal so ein Pulverfass da und dann komme ich mit mehr und Frau zurück. Heißt, du bist direkt in die Kugel reingerannt? Ich bin ausgewichen, dann kam die Kugel zufällig genau dahin, wo ich ausgewichen bin. Hat mich direkt im Kopf erwischt. Hallo da. Wie geht's unserem Schiff gerade? Ganz gut. Ja. Ans Steuer. Sofort. Da kommt so ein Außenposten. Oh shit. Ich bin da. Oh shit. Okay, es wurde getroffen. Luke, ich bin da. Ich kann das Steuer übernehmen. Okay. Ankerkugeln. Oh shit. Es mussten verfickte Ankerkugeln sein. Ja, aber die haben uns direkt nur zwei getroffen, also macht das nichts. Pulver, was ist noch da? Was? Ja, wo ist das Pulverfass? Das ist schön, wie man dir zuhört. Ich konnte dir nicht zuhören, ich war tot. Ich bin krank. Oh, Schildsäfel gesunken. Ich glaube, du hast drauf gezündet bei denen. Ja. Ah, gut. Ich dachte, du hast einfach auf dem Bugsprit stehen gelassen und hast dich um Dinge gekümmert, während Luft repariert hat. Aber gut, das ist spitze gelaufen. Abgesehen von dem Malheur, dass ich die Kugel an den Kopf gekriegt habe, ist es ja einwandfrei gelaufen. Besonders habe ich so das Gefühl, wenn du das zündest und dann direkt vom Schiff wieder Löcher eben. Nochmal? Ich habe gesagt, wenn du das bei denen zündest, sprengen lässt und dann direkt vom Schiff runtergehst, dann interessieren die irgendwie die Löcher gar nicht.
Denke ich eher nicht, aber. Ja. Ich habe jetzt nur ein Pulverfass gezündet. Das ist schon interessant. Ich frage mich, wie das kommt. Auf jeden Fall ist der Loot vor uns. Lecker Schmecker. Oh, hallo, ein ehrloser Kopfgeldschädel. Das war echt ehrenlos von denen. Ja. Aber wir haben denen die Ehre auch genommen danach. Da mussten die einfach nur noch sagen, Bruder muss los. Bruder muss los. Und was heute sonst auch noch so ein Trend ist. Dann hat man hat das Rammelöver, das ich eingeleistet habe, aber posthum noch ganz gut funktioniert, denke ich. Ja. Posthum ist Ramm. Euch nehme ich noch mit in die Hölle. So, Schädel liegt. So, ich glaube, das war's, oder? Alles klar, auf nach Kraken's Fall, als wenn nie was gewesen wäre. Kraken's Falle, Kraken's Falle, Kraken's, Kraken's, Kraken's Falle. Da können wir vorne auch noch Gas geben. Du stehst wieder und starrt in die Leere, ganz bedenklich. Ja. Nee, ich bin reingetappt, keine Sorge, es bin nur mein Gehirn funktioniert nicht schnell. Ach so. Dein Gehirn funktioniert nicht schnell, ja, genau. Ich bin krank. Wenn dein Gehirn nicht funktioniert, dann spielst du Musik. Ja, die sind. Und stehst nicht neben mir, denn falls die Kanone uns gleich trifft, sind wir beide von Bord. Audio-Bugs, die ich gerade habe, sind echt furchtbar. Audio-Bugs hast du jetzt auch noch? Ja, Piggy schreit halt immer und wenn er schreit, dann hört sie wirklich. Luf hört in ihrem Kopf einfach die Schreie ihres Schweins, dass sie jetzt über Nacht einfach heimsucht. Ja. Luf, das ist Piggy der 13. Natürlich ist der besessen. Und er hat Hunger. Und immer wenn der Hunger hat, dann sitzt es nicht so hin, ne? Sondern der sitzt. Der setzt hinten das wieder auf und setzt das hinten das wieder auf. Der ist verbuggt. Piggy, der 13. ist kaputt. Der funktioniert nicht richtig. Gibt's einen Refund? Wahrscheinlich nicht. Schade, ich würde ihm es gerne umtauschen. So, auf Kraken's Fall haben wir. Nur die Kisten. Alles klar, die sind auf der Südseite der Insel. Und zwar genau da. Das ist blöd für den Kurs. Dann müssten wir einmal um diese Südseite rum und dann können wir nach Crooked Master weiter segeln. Dann hoch nach Old Faithful Isle. Dann mal das ab und dann werden wir wahrscheinlich zurückgeschickt zu. Ich vermute Old Faithful. Die Insel des Verderbens. Niemand mag Old Faithful Eye. Ach was. Mach ich für euch. Müssen wir mal schauen, wo die Handelswahlen hin wollen? Ich arbeite bei Burger King. War es jetzt ein Product Placement? Ich werde dafür nicht bezahlt. Also nein. Okay. Es war nur Schleichwerbung. Darüber können wir uns einigen. Wahrscheinlich ist Schleichwerbung aber auch nur, wenn man bezahlt wird.